Und es zuppelt weiter hier an dem wohl bekanntesten Spot für Büffelfisch an der Achthuber. Und ja, es gehen noch welche rein. Und ja, ich probiere noch ein bisschen weiter, denn ich suche auch noch den großen schwarzen Büffelfisch. Also, kommt ran hier, ihr Brocken. Was haben wir denn hier? Den Amur. Amur. Auch nicht schlecht, aber den wollen wir nicht. Wir wollen den Büffel. Und ich stehe hier auch schon ein bisschen länger und habe auch schon ein bisschen probiert. Und ja, ich glaube, es wird auch schon in den letzten Tagen wieder rauf und runter probiert. Und es läuft tatsächlich ganz gut. Ich werfe gerade noch mal einen Blick in Discord rein. Genau. Dariana hatte da einen Spot gepostet und hatte da auch tatsächlich den schwarzen Büffelfisch gefangen. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, und das Setup habe ich sozusagen nachgebaut, was sie da im Discord gepostet hat. Link zum Discord unterm Video. Einfach mal reinschauen, wenn du da noch nicht drinne bist. Lohnt sich mit mittlerweile über 5000 Usern. Jede Menge aktuelle Spots und News zum Game. Macht schon Sinn, wenn man da mal reinschaut. Zack, der nächste Brocken. Ja, was hatte sie geschrieben? Genau, also Köder natürlich, Kescher-Bild gezeigt, alles was wichtig ist, Aufbau vom Setup und ja, und auch die Futtermische. Und auch die würde ich sagen, ich glaube, ich schmeiß gleich noch mal ein bisschen was rein. Mal eben schauen, wie sieht es hier aus auf den anderen Routen. Hatte ich irgendwo welche dran? Nee, die war komplett raus. Also nehmen wir doch noch mal ein bisschen was nach von der Büffelfuttermische. Büffel, 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 Grill und Gewürz. Das ist sie. Und wir werfen, also ich werfe jetzt die ganze Zeit schon da vorne hin. Das heißt also, zack, einmal hier raus. 21 Meter. Und dann geht das Ganze da vorne hin. Also nicht hier in Richtung der Seerosen, sondern links daneben, da wo die Seerosen quasi, also die Blüten schon nicht mehr sind, sondern wo nur noch die Rosen sind. Da ist das Auge jetzt ziemlich genau. In diesen Bereich werfe ich und dann landen wir auch, ja, exakt auf der 4 vom 4-Meter-Loch. 21 Meter weit raus, zack, dann sinkt das Ganze natürlich noch ein bisschen ab. Und im Großen und Ganzen lübt das auch schon ganz gut. 25 Fische bisher. Wir haben jetzt, ja, die Stunde ist rum. Genau, ich hatte gerade, war gerade noch ein bisschen AFK ganz kurz. Aber ja, es geht jetzt wieder los. Also die Brocken ballern wieder rein. Hätte ich schön noch ein bisschen durchziehen können. Da waren gerade auch noch Fische dran. Einer ist, glaube ich, sogar noch ausgeschlitzt. Da lag die Rute gerade ein bisschen schräg. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Die Größen sind okay. Ich gucke mal gerade eben nach Gewicht. Amure hauen natürlich auch zwischendurch rein. 15 Kilo und so weiter und so weiter. Also das passt. 10 Kilo bisher der Größte. Da geht allerdings noch ein bisschen was. Beziehungsweise 9 Kilo der Größe. Bis hin zu 14, 15 Kilo. So richtig schön im Trophy-Gewicht. Da ist noch ein bisschen Luft. Allerdings werden die Brocken auch gerade gefangen. Sie werden gefangen, sie ballern rein und was man halt immer wieder sieht, das Setup hier, ich glaube, den nehmen wir noch eben rein und dann gucken wir uns das Setup nochmal eben an, schauen uns die Futtermische an und ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich nicht noch ein bisschen Variation mit reinbringe. Vielleicht nehmen wir hier auch nochmal ein bisschen andere Komponenten. Oha, in der Nacht ballern hier die winzigen Ostbrassen oder was? Genau, vielleicht einfach nochmal andere Komponenten rein. Wie wäre es zum Beispiel mit Gewürzangriff? Beziehungsweise hier hatten wir ja Krill drauf, das lassen wir. Und hier machen wir dann den Gewürzangriff 15 mal drauf. Krill. So, und das mit dem Gewürz. Das ist ja die Kombi, die hier die ganze Zeit funktioniert. Anstatt diese Gewürze nehmen wir den Gewürzangriff. Und hier ist wieder was abgeflutscht. Na guck, ich bin auch, und da muss ich sagen, das hat mich ein wenig überrascht, aber laut Spot-Beschreibung hat das so funktioniert. Mit einem 2-0er-Haken,
Ich würde auf einen 1er bis 1, also eigentlich würde ich einen 1er nehmen. Eigentlich würde ich einen 1er nehmen. 1er Haken, muss ich sagen, reicht in der Regel. Maximal einen 1-0er, wenn man es halt ein bisschen übertreiben will. 2-0er, muss ich sagen, ist schon sehr groß. Wirklich sehr groß für diesen kleinen Fisch. Wenn wir überlegen, dass der nur halb so groß ist wie Karpfen, ja, dann ist das schon mal eine Hausnummer. Weißt du was, wir machen mal einen Runner hier. So, was ich überlegt habe, war auch nochmal das Ganze vielleicht auf Pop-Up zu testen. Auch mit Pop-Up-Rigs gibt es ja durchaus die Möglichkeit, dass wir hier etwas mit Krill bzw. mit Gewürzen machen. Haben wir nicht? Gibt es nicht Krill? Wait a minute. Haben wir hier den Boilie? Pop-Up Krill. Vanille, Vanille, ozeanischer Krill gäbe es. Das heißt also, wenn wir jetzt hier auf Krill gehen, ich tippe immer nur Ill ein. So, und dann nehmen wir hier Gewürz. Das sollte es doch auch geben. Genau, sogar als Pop-Up. Nehmen wir den jetzt mal hier in 16. Ist natürlich eine große Kombi, aber so machen wir das gerade einfach mal. Und hier nehmen wir jetzt auch nochmal den Büffel. So, und dann werfen wir das Ganze genau so hier auch noch einmal raus. Zack, genau da vorne hin. Lassen das schön ein bisschen absinken. So, Bügel zu und dann testen wir das auch nochmal. Also, bisher mein gesamtes Setup allerdings, wie gesagt, so aufgebaut. Das hier ist die Kombi. Natürlich ganz normal mit den Karpfenruten, wenn man das noch nicht hat, wenn man noch nicht so weit das ausgebaut hat, alles kein Problem. Ein Fisch, der halt, ja, ich sag mal, unter 20 Kilo auch schon Trophy ist, da ist man dann natürlich auch mit einem kleineren Setup, maybe eine HSV oder was, oder von mir aus auch eine Alpha oder so unterwegs, mit 15 Kilo Tragfähigkeit, also sagen wir mal ein 15 Kilo Setup, ist damit natürlich auch hier ganz gut beschäftigt. Gerade die Location ist natürlich sehr angenehm, wir sind hier an dem Tümpel an der Achthuber. Das heißt, hier kann man ganz gut auch noch ein bisschen Silber farmen. Aufpassen, wenn wir hier in diesem Magen sind, dass der Fisch nicht in den Darm abhaut. Das wollen wir natürlich nicht, weil dann ist irgendwann schlecht. Also gucken, wenn der hier zu sehr abzieht, dass man hier schnell rumrennt und den versucht, in die andere Richtung wieder zu scheuchen. Aber ansonsten kommt hier nicht viel raus. Das passt eigentlich schon ganz gut. Also rein hier ins 4-Meter-Loch, auch mit kleinerem Setup. Next. Gucken wir mal, was wir jetzt hier dran haben. Ich nehme auch gerne noch ein paar Wildkarpfen mit. Sehr, sehr gerne. Überhaupt kein Problem. Die bringen auch ganz gut Kohle. Von daher gerne ran damit. Wenn die natürlich Amure und so reingehen, ist das für natürlich mit einem kleineren Setup immer ein bisschen kritisch. Auch die größeren Wildkarpfen machen da natürlich Action. Aber das sollen sie ja auch. Man will ja auch ein bisschen Spaß hier haben und die sollen mal ein bisschen Gas geben. Da kommt nochmal ein schöner Büffel an. Sehr schön. Leider kein Schwarzer. Das wäre ein ordentliches Gewicht. Wäre mein größter dann. Ich glaube, aktuell liege ich mit dem erstmal bei. Na guck, 10 Kilo geknackt. Schön. Der Büffelfisch. Sehr gut, ey. 10,5. Ja, das ist hier übrigens gerade jetzt mit Gewürzangriff gewesen. Ne? Das ist die andere Kombi. Vielleicht doch eher nochmal das ein bisschen variieren. Gewürzangriff 15 war das jetzt. Nicht normal, sondern ein bisschen Variation. Und schon der größte Fisch bisher. Genau, das ist hier die Standardmische. Die sieht man halt immer wieder. Die Standardkombination mit Krill 18, mit Gewürzmischung 16. Und das hier ist das PVA. Im Englischsprachigen ist das nicht würzige Futtermische, sondern Gewürz-Feed-Pellets. Also das sind dann quasi die Spiced, ist das so? Genau, Spicy-Feed-Pellets. Ich habe hier nochmal eine Variation gemacht. Ich habe hier einmal roter Krill drin. Ich wollte die größtmöglichen Krill-Feed-Pellets haben. Also große Partikel für möglichst große Fische am Spot. Was man wahrscheinlich auch gut machen kann,
Man lässt die beiden Zwölfer drin und macht die Achter raus und packt dann da lieber geschredderte Boilies rein. Geschredderter Boilie-Grill oder ja doch Boilie-Grill und geschredderter Boilie-Gewürz. Zack, 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 raus damit. Also nochmal größere Partikel, damit man eine Chance hat auf noch mehr größere Fische. Wahrscheinlich eine geringere Frequenz. Aber es werden dann auch die etwas größeren Brocken angelockt, die etwas größeren Fische. Und man hat vielleicht dadurch nochmal mehr die Chance, dass da ein bisschen was geht. Also ja, im Großen und Ganzen ist es das aber auch, glaube ich, schon. Ne? Wir haben den Spot, wir haben einen wirklich angenehmen Kescher. Ich würde sagen, ich gucke gleich nochmal eben rein, wie das kohlemäßig ist. Zumindest hier bis 10 Kilo kann man ja schon mal zeigen. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Mein großes Ziel, und deswegen harre ich hier jetzt auch noch ein bisschen aus, werde das gleich auch noch mal so ein bisschen halb AFK weiter betreiben. Da ist er, der schwarze Büffelfisch, den hätte ich gerne. Das wäre richtig, richtig nice. Schwarzer Büffelfisch, damals sogar gefangen hier auf Köcherfliegenlarve. Das ist natürlich ein Hammer, aber leider nur vier Kilo schwer. Bisher mein größter. Ich muss einfach noch mal ein bisschen länger hier auf den Büffelfisch angeln. Ja, wenn man halt die normalen schon hat, dann fehlt so ein bisschen der Anreiz. Aber ich werde mal ein bisschen durchhalten. Also, so viel dazu. Wir gucken noch mal schnell in den Kescher rein. So, und da sind wir jetzt beim Fischmarkt. Und wir gucken natürlich mal eben rein, beziehungsweise kurz noch mal einen Blick. Ja, gucke mal, den kleinen Amur. Habe ich den? Boah, mit 7 könnte knapp werden, ne? 44, oh ja doch, das wird er mit 7 Kilo nicht bringen. Das gucken wir uns aber auch mal eben kurz an. Amur 7, ja 13, Silber zu hier 4 Kilo, zack, abgegeben. Die 44 nehmen wir eben mit. Büffelfisch ist drinne mit 17,5. Das ist natürlich auch eine Challenge. 17,5, den habe ich noch nicht. Und wir sortieren hier nochmal eben nach Preisen. Und da geht es ab. Ja, Wildkarpfen, Alter. 10 Kilo, fast 30 Silber. Schmeckt. Genauso hier die Amure, auch nicht verkehrt, ne? Aber dann kommen hier auch schon direkt die Büffelfische. Und die sind tatsächlich mal nicht weit davon entfernt, ne? Also ganz ähnlich vom Silber. Auch hier alles schön über 20 Silber. Das ist mal nicht so verkehrt. Ich gucke gerade nochmal eben von der Fangzeit. Dann sind das jetzt hier knapp. Ja, eine Stunde, 15 Minuten mit dem Kaffeeauftrag jetzt gerade zusammen exakt 400 Silber. Kann man machen. Kann man machen. Kratsching, ich renne wieder zurück. Also, Petri ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.